Hallöchen, liebe Wimmelbit-Freunde und die es vielleicht noch werden wollen. Willkommen zurück zu Botanica 2, das Tor zur Erde. In der letzten Folge sind wir ja auf dem Schiffswrack ein bisschen umhergewandert, weil wir da eine mysteriöse Person gesehen haben. Und wie man sieht, das Schiff brennt. Der Vulkan hat einen Gesteinsbrocken von ihm aufs Schiff geschleudert. Und wir haben auch Kontakt zu unserem Vater aufgenommen durch das Funkgerät. Bloß der mysteriöse Fremde hat sich als Gustav entpuppt, den wir noch aus dem ersten Teil kennen, der aus Aquanü oder Aquanyx. Und anscheinend fühlt er nichts Gutes in Schilde, denn er hat das Funkgerät zerschossen und ist jetzt irgendwo hier außen. Und wir haben ja noch den Hammer, unsere Scherngrabbe. Und ich glaube, ich weiß, was ich mit dem Hammer zu tun habe. Und was mir aufgefallen ist, liebe Entwickler von Botanica, liebe Boonsap Entertainment, da wart ihr wohl ein bisschen textfaul, wa? Dass jetzt bloß noch so Polaroid-Fotos zu sehen sind, statt normaler Text. Aber okay. Kann man machen, muss man nicht. So, und da ist was im Netz, glaube ich. Und das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Und gehen zurück. So, ich erinnere mich noch an der Notiz, vom Captain mit dem Symbol da drauf. Ich bin ja nicht vom Vorvorgestern. So, dann haben wir das schon mal. Ne, das hier. Milchbretter. Können das... Moment, wir haben eine Sache vergessen auf dem Schiff. Ihr könnt euch ja noch an die Mütze des Captains erinnern, wo der Code drauf war. Da waren ja Nägel, die der Captain ja nicht mehr braucht. Von daher nehmen wir die mal so mit. Hängen die an einen unsichtbaren Nagel wieder hin, die Mütze. Das finde ich auch ganz schön. So. Ellie, are you sure you want to do this? Going to an erupting volcano? That's just crazy. My father's in there, Ian. I have to find him. I have to stop Gustav from getting to him first. In that case, I'm coming with you. Ellie! Oh, Hannah, I did it. I'm back. I'm finally... still on Botanica? Don't worry, Hannah. Daddy's coming home. But first, I'll need to find out if Ellie's okay. Okay, wir übernehmen jetzt die Rolle von Ian Garrett. Okay. Dieses Labor wurde mit sofortiger Wirkung geschlossen, Grund die jüngsten Tigerattacken gezeichnet William Reinigten. Okay. Ja, dass ich mache, dass ich gleich wieder Polaroid-Fotos. Dornenfrucht. Reichplantea, Klasse Bedecksamer, Gattung Eutikolodenon. Notiz, ihre stachelige Oberfläche macht sie zu einer unberührbaren... Seht ihr, das meine ich mit schnell lesen oder reden. Sondert einen starken Geruch ab, der Insekten anlockt. Fructum Spinnam. Also die hier.
Sollte das mich jetzt erschrecken? Ich glaube ja, irgendwie. So, das haben wir auch schnell geschafft. Help! Is someone there? I'm your queen and I command you to help me. Okay. Okay, die müssen wir leider retten. Cheryl Wrights Hilfe. Bei meinen Forschungen war von unschätzbarem Wert. Das Tor zur Erde ist fast in Reichweite. Ich verstehe nicht, warum Joe diesen Zwergtiger hier hält. Dieser bereitet nur Ärger und hat kaum einen Nutzen. Wir haben sie gefunden. Tief im Inneren des Vulkans ist eine Pflanze, die mich uns zur Erde zurücksenden kann. Okay. Ja, wieder schöne Polaroids. Da mein Schlüssel. Und die Nase juckt wieder. Wie kann es denn anders sein? Ihr seid schuld, dass meine Nase juckt. Oh, ein schickes Schlingen-Minigame. Das ist auch das Lieblingsminispiel von den guten Lufia Evolution 666. Schöne Grüße an dich hier, René. So, dann aber das schon mal. Okay, das sind seltsame Blumen, die einen schwindelig machen. Aber wahrscheinlich auch ein Eintrag wieder. Hier. Silencio Flores. Stumme Blume. Reichplantär. Klasse bedecksamer. Gattung Eutikolodeno. Notiz. Der überwältigende Geruch ihrer hellblauen Blüte macht schläfrig. Das sollten wir uns merken, glaube ich. Und hier können wir nochmal den Meißel nutzen. Und kriegen einen Speer. Diesen Speer können wir hier nutzen. Nehmen wir das auch gleich mit. Hier sind Tigerspuren. Zerfetzt gestrippt und Tierspuren. Ich glaube, ich weiß, wo das Tier hin ist. Ah ja, das weißt du. Okay. Und hier brauchen wir eine Art Vase, wie man sieht. Die werden wir jetzt gleich zusammenbasteln. So, einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Na komm. Einmal hier. Dann einmal hier. Einmal hier. Einmal da. Na komm. Einmal da. Einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Dann haben wir eine komplette Vase, die mit Spucke zusammengehalten wird. Au ja. Dann füllen wir die mit Wasser. So, dann einen Moment, da möchte ich kurz was einsetzen. Das passt mir hier rein. So, dann nehmen wir den Stein mit.
Die Tiger scheinen die stark riechenden, stummen Blumen zu meiden, die in der Nähe des Tempels bewachsen. Wenn ich aus ihnen ein Betäubungsmittel herstellen kann, bekommen wir sie vielleicht in den Griff. Okay, hier haben wir auch noch ein Wimmelbild. Okay, das kommt hier rein. Das kommt hier hin. Das kommt da hin. Na komm. So, jetzt müssen wir doch hier... alles zusammenkriegen, oder? Den müssen wir ja irgendwie ablenken, den Tiger. So. So, das machen wir jetzt alles im Schnelldurchlauf. Also mir kommt das gerade so vor wie so ein Schnelldurchlauf. Ja, da haben wir nochmal den Tiger, Stacheltiger, Reich Animalia, Korra-Tiere vom Stamm her, Säugetiere von der Klasse her, trägt Stacheln auf seinem pelzigen Rücken, genauso gefährlich wie Tiger auf der Erde. Tilke Spizicati. So, dann nehmen wir die schöne Maus wieder zusammen, das Spielzeug vom Tigerle. So. Oh, die Erde pippt schon wieder. Das schicke Minispiel noch. Also ich kenn's schon, wie gesagt, ich muss nur schauen, dass ich alles so hinkriege, wie ich es mir vorstelle. Tada!
War eine Linse? Ein medaliger Uni-Professor und das müsste William Ringleton sein. Okay. Da kann uns doch der Tiger bestimmt nochmal helfen. Das wäre auch schon mal erledigt. Das machen wir gleich, Freunde. Wir sammeln erstmal alle runden Erdscheiben ein. Kann uns der Stacheltiger doch wieder helfen? So, dann machen wir erstmal das hier. Oh Gott! Nimm eine Pipette und wähle dann ein Fragezeichen im Diagramm aus. Wenn uns es eine Farbe zu fügen, die Anleitung verrät dir, welche Farbe du für die einzelnen Proben benötigst. Okay. Also wenn es um diese Dinger geht, sehe ich rot. Ne, Freunde, ich mache mal einen ganz kurzen Cut. Ich bin gleich wieder da. So, meine Freunde, sorry für den kleinen kurzen Cut. Aber nun geht es weiter. Und wir schaffen das hier auch. Okay, irgendwas habe ich falsch gemacht. Achso, mal los. So, einen Moment, Freunde. Geht schon weiter. Keine Panik. Ah, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Seht ihr? So war das richtig. Jawohl. Und dann betäuben wir erstmal die... Ja, sagen wir so mehr oder weniger lieben Löwen. Is that you? Oh, thank the gods. I know I've treated you unfairly, but please help me and I will owe you my life. Please, get to the courtyard before the tigers wake up. Ah ja, jetzt macht sie auf freundlich. Weil schon erst sagen, ja, ich werde eure Welt erobern und sie mir zu eigen machen. Und jetzt auf einmal kleinlaut sein, weißt? Okay, eine fehlt uns noch. Ich weiß auch wo. I'm glad you're all right. I was teleported here after that snake Gustav shot me. This wound... could you find something to stop the bleeding? Okay. Ja, da brauchen wir Schlüssel oder sowas. Ich glaube kaum, dass unser kleiner Freund der Tiger hier helfen kann. Okay, ein U-Boot. Ich habe ein zweites U-Boot hier gelassen, falls das erste im Laufe der Expedition zu Schaden kommt. Man kommt auch von unten in den Vulkan mit Hilfe dieses U-Boots. Gezeichnet Rian Rankington. Und hier fehlt irgendetwas noch. Ich glaube, das ist der Schlüssel für den Kast und hier muss man auch noch was reparieren. Okay, schauen wir mal zurück.
Da haben wir auch was gehabt. Ach, 1 von 3, jetzt sehe ich es erst. Das haben die Entwickler, die Wimmelbild-Entwickler immer so gern, so 1 von 3, 1 von 4 Gegenstände. Sonst hier irgendetwas? Nö. Thank you, Ian. We are on dangerous ground. There is a volcano near here that almost destroyed this land 20 years ago. I can feel a storm coming. The volcano is waking up. We must leave this place now. Oh, here. I found this. It may be useful to you. Okay. Ach ja, jetzt darf ich wieder puzzeln, oder was? Nee, das kann nicht stimmen. Das muss hier irgendwo hin. Drehen kann ich es nicht, oder? Nee, drehen kann ich es nicht. Wo kommt es aber hin? Ja, wie gesagt, drehen kann ich es ja leider nicht. Hä? Das ist mir jetzt echt noch ein Rätsel. Vielleicht machen wir jetzt mal die anderen Teile. Ach, jetzt haben wir es gefunden. Haben wir das auch mal? Ja, Freunde, ich sage mal, ich mache mal hier einen kleinen Cliffhanger und sage mal, bis zum nächsten Mal bei Botanica 2, das Tor zur Erde. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und gehabt euch wohl. Tschüss.